Die zweite Plattform ist YouTube. YouTube hat für mich unheimlich viel Potenzial, weil Video was ganz Hochwertiges ist. Aber YouTube ist so eine Stadt, wo man sagt, gar nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden. Ne? Also da muss man auch ein bisschen Kenntnisse mitbringen. Vor die Kamera gehen ist so eine Sache. Ne? Aber YouTube ist für mich eine super Plattform, eine super Möglichkeit, seinen Expertenstatus nach draußen zu vermitteln. Wie gesagt, ich habe da gleich noch zu jeder Plattform einen ganz besonderen Tipp für euch. Und dann gibt es noch eine Plattform, ich sag mal so, mit der kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Das ist Facebook. Also Facebook ist so eine Stadt, das sind alle. Also irgendwie, da ist jeder. Ne? Und da erreichst du auch jeden. Der Nachteil ist, es ist eine große Stadt. Und daher ist es schwer, mit den Leuten in den Dialog zu gehen. So, jetzt habe ich noch ein paar Tipps. Aber bevor wir zu den Tipps kommen, will ich eine Frage beantworten, die jetzt vielen durch den Kopf geht. Ja, aber Kelvin, Business, LinkedIn, wo ist denn LinkedIn? Wo ist denn TikTok? Wo ist denn Snapchat? Wo ist denn Twitter? Also es gibt noch viele Plattformen und ich kann jetzt nicht über alle reden, das sind ja meine Top 3, aber zu LinkedIn würde ich gerne was sagen. Und ich möchte LinkedIn jetzt nicht schlecht reden, denn ich arbeite für LinkedIn als Consultant für LinkedIn Learning. Aber LinkedIn ist für mein Geschäftsmodell, wie ich es euch empfehle, noch nicht so das Wahre, weil ich sehe LinkedIn nicht als Social-Media-Plattform, sondern als Business-Media-Plattform. Ich habe das Gefühl, bei LinkedIn ist der Fokus Business. Und in meiner Business-Welt ist der Fokus immer erst beim Mensch. Ein Slogan, den ich habe, schießt euch zuerst ins Herz und dann ins Portemonnaie. Und bei LinkedIn habe ich ganz ehrlich so das Gefühl, dass wie wenn du auf so eine Offline-Veranstaltung gehst, du redest mit jemand, eine Minute, der zückt die Visitenkarte und sagt, lass uns mal vernetzen. Und ich denke, wir kennen uns doch noch gar nicht. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, wo es Überschneidungen gibt. Aber lass mal Business machen. So. Und das ist so für mich, oh. Also früher, wenn ich jemanden kennengelernt habe, vielleicht auch eine Frau, es war unheimlich schwer, eine Telefonnummer zu kommen. Ich will nicht, dass sie mir jemand herdrückt und sagt, wir können uns vernetzen. Ich will dich erst mal kennenlernen. So, ne? Und deswegen ist LinkedIn für mich aktuell noch Business Media und kein Social Media, aber behaltet es definitiv im Auge, gerade im B2B-Bereich super. So, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn ihr Social Media, wenn ihr euch jetzt für eine Stadt entscheiden wollt, für eine Plattform, wo ihr einen Account eröffnet, fragt euch immer, wofür wurde diese Plattform ursprünglich mal geschaffen? Und dann wisst ihr nämlich, wie diese Plattform zu nutzen ist. Nehmen wir jetzt mal YouTube. YouTube wurde geschaffen, um Videos hochzuladen, um Videos anzuschauen. Das heißt, ein Nutzer von YouTube hat instinktiv mehr Bereitschaft, Zeit zu investieren wie auf einer anderen Plattform, weil es geht ja um Videos. Jemand, der auf YouTube ist, nimmt sich mehr Zeit für euch, weil er ja ein Video erwartet, während man auf Instagram und Facebook eher durchscrollt. Alles muss schnell gehen. Und Facebook und Instagram wurde nicht geschaffen, um Videos zu erstellen oder um Business zu machen. Es wurde erstellt, um einen Einblick zu bekommen, was machen die Freunde so. Das sagt uns, nutzt diese Plattformen freundschaftlich, transparenter, persönlicher. Das ist unheimlich wichtig. Okay? Jetzt noch ein paar Tipps. YouTube. Auf YouTube empfehle ich euch, längere Videos aufzunehmen, in hoher Qualität mit einem Pitch am Ende. Jetzt gehen wir schon tief rein. Okay? Ich erkläre warum. Angenommen, ihr seid im Thema Immobilien unterwegs. So, und jetzt sagt ihr, oh, YouTube. Dann erstellt ein Video auf YouTube, was mit Immobilien zu tun hat, was gerne etwas breiter aufgestellt ist, also nicht so nischig, nicht so speziell. Ihr bekommt später übrigens noch Tipps, wie ihr an gute Überschriften und gute Inhalte kommt für Social Media. Und dann macht ihr ein Video dazu. Und zwar sehr hochwertig das Video machen. Und jetzt aufgepasst, ladet ihr ein 3-Minuten-Video hoch und der Zuschauer sieht das 3 Minuten an, dann habt ihr noch keine enorme Bindung erzeugt. Schafft ihr es, 30, 45 Minuten guten Inhalt mit Video zu transportieren, und eine Person bleibt 45 Minuten dran. Wisst ihr, was das in der heutigen Zeit bedeutet? Die meisten werden vorher rausgehen.
Aber ganz wenige schauen das Video bis zum Ende. Und das sind die, die weitermachen wollen. Und da packt er jetzt einen Pitch rein, wo er dann einfach sagt, ich sehe, du bist immer noch dabei im Video, ich sehe, das Thema interessiert dich. Pass auf, wenn du jetzt weitermachen willst, wenn du jetzt gerne noch tiefer einsteigen wollen würdest, wie auch immer, ich packe dir meine E-Mail in die Videobeschreibung, kontaktiere mich, vielleicht können wir mal ein Coaching machen, vielleicht können wir zusammenarbeiten, eine Kooperation, ich würde mich sehr freuen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Je länger das Video, umso besser funktioniert es, weil die Leute ja mehr Zeit investiert haben. Bei einem 2-Minuten-Video funktioniert das nicht so gut. Das empfehle ich dir und gleich in einer guten Qualität. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, ich kenne mich mit Videos und so weiter nicht aus, dann buche dir jemand, der filmt. Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig die Bälle zuspielen. Du machst was für die Person, sie macht was für dich. Und überlass das Produzieren des Videos dann gerne einer anderen Person, um eine hohe Qualität abzuliefern. Das kommt auf YouTube sehr, sehr gut an. Wir haben natürlich auch den Standard selbst hochgesetzt. Wir sind verwöhnt. Also lockere Handyvideos aus der Küche mit einem scheiß Ton. Sorry. Schwierig. Ja, würde ich nicht empfehlen. So. Facebook vielleicht noch ein Tipp. Gruppen. Gründet Facebook-Gruppen. Die Facebook-Seite, also ich bin ganz großer Fan von Gruppen. Und Gruppen müsst ihr euch vorstellen, wie ein Restaurant, wie ein Café in der Stadt, wie eine Lokalität. Das heißt, ihr gründet eine Gruppe, nicht mit eurem Namen, eine Gruppe mit einem Thema, wo Menschen hingehen können und sich darüber austauschen können. Und du als Gründer der Gruppe hast immer alles in der Hand. Das ist meine Empfehlung. Du suchst dir ein Thema raus, gründest eine Gruppe und lädst die Leute dazu ein, damit sie sich austauschen können. Und es geht nicht darum, dass du selber in die Gruppe gehst. Hey, ihr könnt mich buchen übrigens. Nein. Du wartest, bis sie dich kontaktieren, weil jeder kennt dich, weil du die Gruppe gegründet hast. Guck mal, wenn du in ein Restaurant gehst und in ein Disco gehst, da siehst du auch nicht den Besitzer rumrennen, so, hey, ich bin der Besitzer. Ich bin in vielen Lokalitäten, ich weiß gar nicht, wer der Besitzer ist. So, aber ich weiß, hier sind Leute, die interessieren sich für italienisches Essen oder für diese Musikrichtung oder was auch immer. Und das empfehle ich dir auch auf Facebook. So, Instagram, nutze die Livestream-Funktion. Die Livestream-Funktion mit anderen Menschen. Mit anderen Menschen, die deine Zielgruppe besitzen. Auch da will ich dir ein Beispiel geben. Nehmen wir mal an, du bist Hochzeitsfotograf. Ein Hochzeitsfotograf sagt immer, ja, ich kann ja jetzt nicht mit anderen Hochzeitsfotografen einen Livestream machen. Wir nehmen uns doch die Jobs weg. Zuerst einmal, Konkurrenz gibt's nicht. Der Markt ist groß genug. Es gibt nur nette Kollegen, okay? Deswegen kannst du durchaus mit anderen Hochzeitsfotografen als DJ, mit anderen DJs, also dieses Konkurrenzdenken, das piep mich an. Ja, ich bin da echt einfach kein Fan davon. Davon abgesehen, als Hochzeitsfotograf hast du als Zielgruppenbesitzpartner vielleicht einen Catering-Service. Okay? Und mit dem kannst du dann gemeinsam einen Livestream machen. Und der große Vorteil ist bei Instagram, das ist eine technische Funktion, ihr könnt zusammen einen Livestream machen. Seht ihr diese Fliege eigentlich auch? Ich weiß, du willst auch was über Social Media wissen, aber du kannst mich mal ganz kurz in Ruhe lassen hier. So. Also, ihr geht zusammen live und dann verknüpfen sich die Zielgruppen zeitgleich. Das heißt, die Zielgruppe von dem Catering-Service ist drin und die Zielgruppe, die macht mich kirre hier, das hatten wir auch noch nicht. Das ist Premiere jetzt hier. Und die Zielgruppe von dir als Hochzeitsfotograf, die vermischen sich. Das heißt, zeitgleich sind mehrere Leute online, ihr könnt euch die Bälle zuspielen, könnt euch die Jobs hin und her schieben, ihr könnt an eurer Bekanntheit arbeiten und denkt nicht immer primär ans Geld. Gerade in der heutigen Zeit sind Kooperationen Gold wert. Bitte nicht mehr in Konkurrenz denken, okay? So, also, jetzt haben wir uns für eine Stadt entschieden. Nehmen wir mal an, Instagram. So, und jetzt sagen wir, okay, Kelvin, jetzt eröffne ich da mein Ladengeschäft. Und jetzt gehen wir mal rein, was ist denn wichtig, wenn man ein Ladengeschäft eröffnet? Was ist denn wichtig, wenn man einen Account erstellt? Auf was muss man denn achten? So, ich blende euch jetzt mal meinen Account ein. Könnt ihr nebenbei so im Auge behalten und da so follow oder irgendwie, wenn ihr wollt. Auf was achte ich? Zuerst einmal, Leute, nutzt ein Profilbild. Nutzt ein Profilbild. Kein Mensch will mit einem Gartenzaun, mit einem Sonnenuntergang oder mit einem Logo einen Dialog führen. Man macht kein Business mit einem Sonnenuntergang. Auch nicht mit einem Kuchen oder mit irgendwas anderem, was ihr als Profilbild habt. Das ist Social Media. Der Mensch steht im Vordergrund. Okay? Das ist das erste, Profilbild.
Und dann schreibt bitte dazu, was ihr macht, aber erst in der zweiten Zeile. Schau mal, in der ersten Zeile ist mein Name. Und wenn du dich im Alltag bei einer Person vorstellst, das sagst du ja auch nicht. Wenn jemand zu dir sagt, hallo, ich bin der Werner, dann sagst du ja auch nicht, hi, ich bin Business Coach. Da sagst du, ich bin der Kelvin. Und die nächste Frage ist, und was machst du so? Ja, Business Coach, zweite Zeile. Und dann habt ihr noch drei Zeilen frei. Und dann schreibt ihr was rein, wo der Zuschauer, der Beobachter, der Follower etwas davon hat. Und die nächsten drei Zeilen sind dafür da, den Interessenten zu einem Abonnenten zu machen. Die drei Zeilen, die müssen sitzen, sodass derjenige, der am Ladengeschäft vorbeigeht und denkt, oh, sieht gut aus, aber um was geht's da eigentlich, habt ihr drei Zeilen Zeit. Das ist wie wenn du ein Ladengeschäft hast und kannst auf die Fensterscheibe drei Sätze schreiben. Also warum soll ich da reingehen? Und das haben viele von außen nicht stehen. Überprüft euren Account. Also ihr habt schon Profilklicks. Die Leute gehen an, kommen über euer Profil, aber wenn da halt ein Gartenzaun ist und nichts steht, warum sollte man euch folgen? Okay? Das ist so ein bisschen, wo ich sagen würde, das Profildesign, dann natürlich noch eine Website mit dazu. Aber das Wichtigste ist wirklich Profilbild und Mensch. Also auch wenn ihr ein Unternehmen seid, ich habe auch eine GmbH, also ich habe auch mehrere Mitarbeiter und ohne die wird es auch gar nicht gehen, aber es gibt immer so ein Gesicht. Und zur Not machst du halt vielleicht ein Teambild rein. Aber niemand will mit einem Logo reden. Weil wenn du kommentierst oder Leute anschreibst, ich kenne Babyfotografinnen, die schlagen sich vor, bei den Eltern zu Hause vorbeizukommen, ins Wohnzimmer. Und du weißt noch nicht mal, ist das jetzt ein 40-jähriger Willi oder eine 20-jährige Simone, kannst du dem Account nicht entnehmen. Also nicht, dass es wichtig wäre, aber interessant wäre es schon. Okay? Also, das ist so euer Ladengeschäft von der Optik, wo man dann halt auch entscheidet, ist das interessant für mich, ja oder nein. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir unseren Laden eröffnet, unseren Account. Ihr habt ja wahrscheinlich alle schon einen Account und nutzt die Chance jetzt vielleicht mal, um zu reflektieren, ob man da was verbessern kann. Und jetzt ist die Frage, was poste ich auf diesem Account? Und da fragen mich immer viele oder schildern mir das Problem, Kelvin, ich weiß nicht, was ich posten soll. Mir fehlt der Content. So. Und dann sage ich immer, das Ding heißt nicht Content Media. Also warum fragst du dich, welchen Content du posten musst? Also du gehst ja auch nicht, wenn du Leute im Alltag triffst, oh, was muss ich dem jetzt sagen? Du interessierst dich ja für eine Person und dann entsteht das Gespräch. So. Und es heißt nicht Content Media. Es heißt Social Media. Also anstatt dich zu fragen, was soll ich posten, welche Inhalte brauche ich, solltest du dich fragen, wer schaut mir überhaupt zu? Wer ist der Mensch? Was interessiert die andere Person? So. Und nicht, was muss ich posten? Das ist immer bei einem selbst. Und wenn wir bei uns selbst sind, ist es schwierig. Wenn wir uns aber auf andere konzentrieren, dann werden wir oft feststellen, ja, die anderen sind ja gar nicht so anspruchsvoll, wie ich selbst vielleicht bin, also komme ich einfach an Content. Und guter Content hat was mit Social zu tun. Damit geben sich aber viele nicht zufrieden und deswegen habe ich jetzt noch eine Webseite für euch dabei, eine Empfehlung, wo ihr auch an den klassischen Content kommt. Und diese Website ist der Hammer. Ich muss den Trigger als manchmal so ein bisschen halten. So, also die müsst ihr kennen. Diese Website müsst ihr kennen. Die ist der Wahnsinn. Also lasst euch nicht von dem Typ da unten irritieren. Ihr habt ein Textfeld auf der Webseite und könnt irgendwas reinbringen. Zum Beispiel Immobilien, ne, wenn ihr mit Immobilien zu tun habt. Wenn ihr mit Ernährung zu tun habt, schreibt ihr in das Textfeld Ernährung. Und Answer the Public durchsucht das ganze Internet und präsentiert euch die häufigsten Fragen zu genau diesem Begriff, kategorisiert in wann, warum, welcher, wie, wohin und so weiter. Und das, was da alles rauskommt, und ihr seht das rechts am Kreis, so viele Videos könnt ihr gar nicht erstellen, weil es gibt mehrere von diesen Kreisen. Also die Website ist der Hammer. Also wenn ihr euch jemals fragt, ja, was soll ich denn posten? Dann geht ihr auf diese Website, gebt euren Begriff ein, sucht euch eine Frage raus und beantwortet die mit einem Video, mit einem Text, mit was auch immer. Okay? Und so kommt man dann an wirklich guten Content. Answer the Public. Aber bitte,
nochmal dran denken, guter Content lebt von Social. Dazu kommen wir später noch. Okay? Und noch etwas. Ihr müsst nicht jeden Tag einen Post machen, aber ihr solltet regelmäßig einen Post machen. Das ist wie bei einem Ladengeschäft die Öffnungszeiten. Okay? Ihr müsst jetzt nicht permanent 24 Stunden geöffnet haben. Aber es sollte regelmäßig sein, sodass man irgendwann am Eingang das Schild mit den Öffnungszeiten nicht mehr lesen muss. Man weiß, dreimal die Woche, mittwochsabends, donnerstags und sonntags kommt hier ein Post. Also je gewöhnlicher, auch wenn es erstmal langweilig klingt, je regelmäßiger, umso besser, umso mehr Traffic. Das sind 15 Jahre Erfahrung, Freunde. 15 Jahre Erfahrung, habe ich alle schon getestet. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Und da langt dann auch... Oder zumindest mal ein Livestream. So, jetzt haben wir unser Ladengeschäft. Wir haben alles. Wie verdienen wir jetzt Geld? Wie kommen wir an Kunden ran, die gerne Geld bezahlen oder investieren? Und es gibt eine Regel, die habe ich mal gehört. Und zwar, da ist sie, die 7-Kontakte-Regel. Weißt du, über die ich schon mal gehört habt? Die besagt irgendwie, dass es 7 Berührungspunkte geben muss mit einem möglichen Kunden, bevor der vielleicht bucht. So. Also so ist diese Regel. Die Regel ist schon sehr alt, muss man auch sagen. Und das ist auch so ein Tipp, den ich euch geben kann. Jedes Mal, wenn ihr auf ein System kommt, schaut mal, aus welcher Zeit dieses System kommt. Und diese Regel, ich habe jetzt nur mal grob gegoogelt, aber 15 Jahre hat sie schon auf dem Buckel. Und vor 15 Jahren, da habe ich noch Flyer verteilt. Und ja, vielleicht hätte ich 7 Flyer da reinschieben müssen in den Briefkasten, bis mal jemand sagt, jetzt buche ich den Kerl halt vielleicht auch mal. Also mich hat keiner gebucht bei Flyer. So. Und ich glaube nicht, dass diese noch aktuell ist. Weil in der heutigen Zeit mit diesem ganzen Input, den du hast, da reichen noch keine 7 Berührungspunkte mehr. Das müssen noch viel mehr Berührungspunkte sein. In dieser Informationswelt. Und ich habe dann für mich ein System entwickelt, das ich auch in meinen ganzen Premium-Coachings teile, das ich verfolge, die Leute dahindränge, nutzt das. Und das will ich euch jetzt vorstellen. Und genau erklären, wie ihr es machen könnt. Zuerst einmal gehen wir mal weg von dieser 7-Kontakte-Regel. Das ist jetzt nur ein Erfahrungswert, okay? Es kommt ja auch immer darauf an, wie die Kontakte entstehen, aber für mich gibt es die 70-Minuten-Regel. Das heißt, ich denke nicht mehr in Kontakte, sondern ich denke in Minuten. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein 70-Minuten langes Video hochlade und jeder, der das komplett anschaut, würde ich jetzt sagen, die Person ist bereit, dass ich ihr was anbiete noch danach. Das Passende natürlich, logisch. Aber 70 Minuten ist eine gute Zeit. So, und wer weiß, in 2 bis 3 Jahren sind es vielleicht 120 Minuten, 150 Minuten, wer weiß. Aber mit 7 Kontakten, das reicht schon lange nicht mehr. 70 Minuten. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch. Wenn ihr schon eine Weile auf Social Media unterwegs seid, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, dann bin ich mir sicher, ihr habt Geschäftsbesucher, also Abonnenten, Follower, die haben schon mehr als 70 Minuten mit euch verbracht. Weil sie eure Stories schauen, weil sie eure Texte lesen, eure Bilder anschauen. Also ich behaupte, ihr habt ein paar Follower, die begleiten euch jetzt schon eine ganze Weile. Und wenn man denen ihre Zeit nehmen würde, die sie auf eurem Account verbracht haben, dann kommen mehr als 70 Minuten raus. Und ich wünsche mir heute noch ein Tool auf Social Media, wo ich mir alle Follower anzeigen kann, die eine gewisse Anzahl an Minuten auf meiner Seite verbracht. Das wäre Jackpot. Da kommen dann auf einmal, ach, der Werner, was? Schon 440 Minuten? Und ich hab dem noch nie Hallo gesagt? Das ist ja, also auf so ein Tool warte ich noch. Aber wenn man sich um seine Social-Media-Follower kümmert, kriegt man das auch mit der Zeit raus, wer regelmäßig aktiv ist. Und ich habe mir dann überlegt, denen kann ich doch dann was anbieten. Also wenn jemand schon so viel Zeit mit mir verbringt, da kann ich doch auch mal was anbieten. Und dann habe ich überlegt, wie nenne ich das? Da ist mir was eingefallen.
ich war schon immer schlecht in der Akquise, in der Kaltakquise. Und ich habe es probiert. Ich habe Leute angerufen, ich habe Flyer verteilt, Kaltakquise. Und jedes Mal, wenn ich einer Person gegenüberstand und wollte ihr was anbieten, die mich nicht kennt, habe ich mir fast in die Hosen gemacht. Das war mir unangenehm. Ich sagte, die Person kennt mich doch noch nicht mal. Wie soll ich dir jetzt was anbieten? Und ich hatte Angst vor Ablehnung. Heute noch. Ich habe Angst vor Ablehnung. Hatte ich damals schon. Ich hätte niemals eine Frau ansprechen können, gebe ich zu. Ich kann niemanden ansprechen, weil ich Angst habe vor Ablehnung. Aber wenn mich doch schon einer 70 Minuten kennt, mir folgt, in den Laden reinspaziert ist, schon öfter gesagt hat, mir gefällt es hier, da brauche ich doch keine Angst mehr vor Ablehnung haben. Und dieses Prinzip, diesen Menschen, den mindestens 70 Minuten Menschen, was anzubieten, das habe ich mir schützen lassen, diese Strategie. Ich nenne das Heißakquise. Das gab es noch nicht. Ich habe gegoogelt, Heißakquise, wieso gibt es das noch nicht? Ich mache seit Jahren Heißakquise. Wie cool ist das denn? Und das will ich euch jetzt erklären, wie das funktioniert. Weil Leute, hey, mein ganzes Business ist Heißakquise und ist der Wahnsinn. So, also, Heißakquise, ich steige mal ein mit dem Begriff Lead. Also hier glaube ich jetzt, dass sehr viele Menschen wissen, was ein Lead ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor 3-4 Jahren, ich kannte den Fachbegriff Lead noch nicht. Auch wenn ich es schon genutzt habe, ein Lead ist ja ein Kontakt. Ne, und im Alltag spricht man davon, wenn du jetzt in eine Fußgängerzone gehst, da gibt es ein Auto zu gewinnen, dann füllst du so eine Karte aus, wirfst du die rein und dann werden diese Adressdaten oft an ein Autohaus verkauft und dann sind das Leads. Also jede Karte, wo dein Kontakt drauf ist, ist ein Lead und fürs Autohaus ist es sogar ein warmer Lead, also weil eine Relevanz da ist. Ne? Ihr wolltet ja ein Auto gewinnen, Autohaus schreibt dir jetzt, hey, hast du Lust auf ein Auto, zum Beispiel. Ist jetzt erfunden. Aber das wäre ein warmer Lead. Wenn du diese Adressdaten jetzt nimmst und einer Bäckerei verkaufst, dann sagt die Bäckerei, was will ich mit jemandem, der ein Auto gesucht hat? So, also das ist zwar ein Lead, ein Kontakt, aber kalt. Okay? So, das ist so der Unterschied zwischen warmen und kalten Leads. Ein Kommentar, ihr seht es schon. Leute, ein Kommentar, der Lead brennt nur vor sich dahin. Der brennt. Und es gibt Menschen, die schreiben so lange Kommentare. Es gibt Menschen, die schreiben Kommentare, ja, Kelvin, ich würde ja auch gern und so, aber irgendwie meine Glaubenssätze und bei mir das Geld und ich weiß nicht, was ich tun muss. Das ist ja ein Lied, der brennt ja schon die ganze Hütte ab. Und wenn ich dann sehe, wie viele Menschen das ignorieren, und das ist eine Frechheit, diese Person nicht zu kontaktieren, wenn ihr ihr helfen könnt. Es geht nicht darum, dass du sie kontaktierst und sagst, pass mal auf, buch mich mal. Darum geht es nicht. Ich erkläre euch gleich, wie man die Person kontaktiert. Aber mir ist dieses Prinzip wichtig. Ich coach ja so viele Leute. Und wisst ihr, wie viele immer sagen, ja, bei mir bucht keiner. Und dann, ja, was erwartest du denn? Dass sie über die Theke drüber springen und dich durchschütteln und sagen, ich will jetzt endlich Geld ausgeben. Na, da muss man schon auf die Menschen zugehen. Und das Schöne ist halt, und das ist wirklich schön, bei der Heißakquise, du kriegst keine Ablehnung. Weil die Leute sind ja Fan von dir. Wenn du es richtig machst. Wenn du deine Leistung, deine Produkte richtig anbietest. Und wie das geht, gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Okay? Also, das ist die Heißakquise. Erster Schritt. Prüfe deine Zahlen. Das heißt, und das ist wirklich eine Aufgabe, schreibt die mit. Okay? Ihr geht jetzt eure Social Media Accounts durch und prüft bitte. Erstmal Anzahl Follower. Also, das ist so der Durchgangsverkehr in eurem Ladengeschäft. Das ist nicht die ausschlaggebende Zahl, es ist eine Zahl. Ein weiteres Kriterium ist, auf welcher Plattform bekommt ihr Feedback? Also wo wird kommentiert? Wenn ihr jetzt sagt, also Kelvin, ich habe 3 Plattformen, aber da ist Stille. Ja, dann geh nochmal zurück hier in deinen Gedanken, in deinen Unterlagen, alles was ich davor gesagt habe, ne? Content erstellen und so weiter. Werde aktiv, regelmäßig aktiv. Und irgendwann kommentiert der Erste, dann vielleicht mal 2. Manchmal kommentiert auch keiner, ist doch nicht schlimm. Okay? Also du prüfst deine Zahlen, wo ist eine Aktivität? Und dann prüfst du auch bitte, wer sind denn die Menschen? Dann klickst du mal Profile an, wer folgt dir denn überhaupt so? Dass du mal ein Gefühl dafür bekommst. Okay? Das ist der allererste Schritt. Geh mal zum zweiten Schritt. Und da müsst ihr jetzt auch mitschreiben, habe ich ein paar Tipps für euch. Poste guten Content. So,
Wir nehmen jetzt Bezug, weil wir wollen ja Leads bekommen, also wir wollen ja einen Kommentar bekommen. Welche Postings auf Social Media sorgen dafür, dass jemand kommentiert? Also dass sich jemand zeigt. Und da gibt es jetzt Tipps. Tipp Nummer 1. Erstelle einen Post, zu dem man eine Meinung haben kann. Schreib dir das gerne so auf. Erstelle einen Post, zu dem man eine Meinung haben kann. Weil viele machen den Fehler. Nehmen wir jetzt mal so einen IT-Experte, der postet etwas, das siehst du und dann denkst du, ja, liest sich gut, aber ich habe keinen Plan. Ich kann dazu nichts beitragen, das ist zu hoch. Und gerade die ITler, die gehen da immer tief rein. Also du musst etwas posten, wo man eine Meinung dazu haben kann. Wo vielleicht auch so in den Finger juckt, ah, da würde ich jetzt gerne auch was dazu sagen. Also gerne ein bisschen runterkommen, ne, so ein bisschen mehr so in die Breite gehen. Zweiter Punkt. Erstelle einen Social Media Post, bei dem du schnell antworten kannst. Achtung, ein schlechter Social Media Post oder sagen wir so, ein weniger guter Social Media Post wäre, ja, hi zusammen, ich bin dieses Wochenende in Niederösterreich, halte eine Keynote. Was macht ihr so dieses Wochenende? Das ist ja prinzipiell kein schlechter Post, aber, also, die Leute holen das Handy raus. Ja, was mache ich dieses Wochenende? Also, vorbei. Wenn es in 3 Sekunden bei Instagram jetzt, bei Facebook gleich 5 Sekunden, wenn es da nicht Klick macht, vorbei. Besser wäre, hey Freunde, ich bin dieses Wochenende in Niederösterreich, halte eine Keynote. Jetzt würde ich mich mal interessieren, was bei dir am Wochenende ansteht. Eher Entspannung, Familie oder Business? So. Und so sind wir nun mal auf Social Media. Business, Familie, werde entspannen. So. Aber so fängt's an. Jetzt habt ihr die ersten Kommentare. Später mal, wenn ihr einen Account habt, wo sehr viel Traffic ist, könnt ihr tiefer rein. Also wenn ihr mal meine Kommentare checkt, die Leute schreiben richtig viel. Aber Leute, es hat Jahre gedauert. Am Anfang habe ich auch gefragt. 2 Fotos, rechts oder links? Farbe oder schwarz-weiß? Nikon oder Canon? Hinz, Kunz, Fix, Foxy, dick und doof. Oder. Ne? Das waren am Anfang meine ersten Postings. Also die waren nicht cool, aber die Leute haben kommentiert. Ich habe gesehen, aha, da gibt es einen Hermann, da gibt es eine Sabrina. So, und nochmal, wir brauchen Kommentare. Also macht es ihnen einfach zu kommentieren. 3. Tipp. Was ist guter Social Media Content? Emotional. Hatten wir vorhin schon bei der Silvia im Vortrag. Nicht diese Ratio da rein, die kein Mensch versteht. Emotionale Postings. Also berichtet einfach mal von der Erfahrung, dass ihr begeistert seid. Vielleicht, ja, vielleicht hat auch mal was nicht geklappt und so weiter. Und das gehört alles dazu, Freunde. Ich habe noch einen wunderbaren Tipp für euch, den ihr nutzen könnt, um euren Social Media Post zu überprüfen. Tut mir mal einen Gefallen, holt mal euer Handy raus. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, holt mal euer Handy raus. Und dann geht ihr auf irgendeinen Account. Facebook, Instagram, LinkedIn, wo ihr wollt. Holt mal euer Handy raus und checkt mal euren letzten Post. Also den letzten Post, den ihr gemacht habt. So. Und jetzt habe ich eine Frage. Könnte man diesen Post einer fremden Person auf der Straße vorlesen, ohne dass es doof klingt? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Manche posten, heute mal wieder Fahrrad fahren. Jetzt stell dir vor, ich zwinge dich jetzt bei einer fremden Person auf die Straße zu gehen, sie anzutippen, die dreht sich rum und du sagst, heute mal wieder Fahrrad fahren. Was sagt die jetzt? Aber wer bist du eigentlich? Und toll? So, das heißt, wenn du textest, bitte nicht als Werbetext. Das ist ja noch schlimmer. So wie du sprichst, da darf auch mal eine Begrüßung mit rein. Hey, ich muss dir was erzählen. Ich freue mich total aufs Wochenende. Da geht's endlich mal wieder Fahrrad fahren. Und ich weiß nicht, ob du gerne Fahrrad fährst. Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Gerade ist ja auch das Wetter wieder schön. Würde mich mal interessieren, wo sind die Fahrradfreunde? So, schreib mal rein. Am besten noch welches Fahrrad. Menschen schreiben eh gerne über Technik, was sie besitzen, was sie haben und so weiter. Jetzt klingt dieser Post schon deutlich lebhafter wie heute Fahrrad fahren.
Manche schreiben mir nur Hashtags rein. Dann tippst du eine Person auf die Straße, die dreht sich rum und du so, Felgen, Lenkrad, Fahrradfahren, Urlaub, tolle Zeit, genieß ich. Hör mal, so redet man doch nicht mit anderen. Und diese Hashtags sind eh nur Botbomben. Also die, ich nutze schon lange keine Hashtags mehr. Das ist das Magnet für Bot-Kommentare, okay? Also, das so ein bisschen meine Tipps zum Content. Jetzt hätte ich fast auf meinem Handy, wollte ich drücken. Nee, so nächste Folie, so, aber es geht ja hier weiter. So. Also, und Schritt Nummer 3, kontaktiere deine Follower. Das heißt, jetzt kommentiert da jemand und ihr seht es mal als Beispiel. Ich habe dann dieser Person einfach mal Danke gesagt und habe ihr gesagt, Mensch, tolle Bilder machst du. Und jetzt, und das ist das Schöne bei der Heißakquise, ich habe nicht ihr was verkauft. Hey, ich sag nur, schön, dass du da bist, danke. Und jetzt warte ich. Und meistens ist es so, dass dann die Person kommt. Ja, danke, danke, super, ich lerne so viel von dir. Und jetzt biete ich meine weitere Hilfe an. Ich sage nicht, ja, dann komm doch mal zu einem Personal Coaching vorbei, kostet 7.000 Euro, kannst du hier im Store buchen. Nein, ich sage einfach, hey, wenn ich irgendwie helfen kann, sag gerne Bescheid. Und jetzt sehe ich, jetzt kommen Signale. Und wenn Signale da sind, braucht ihr keine Angst haben. Dann bietet ihr einfach an. Dann sagt ihr einfach, okay, Nina, die ist auch in meinem Coaching, hör mal, bist du auch bereit zu investieren? Und dann sagen manche vielleicht durchaus, nee, gerade Auto kaputt gegangen, bin gerade knapp bei Kasse. Jo, dann sagt ihr eben, alles klar, dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder schau meinen YouTube-Kanal vorbei, ich wünsche dir noch alles Gute und so weiter. So mache ich das. Und ich habe mehrere Hochpreisprodukte und Kollegen haben zu mir gesagt, Kelvin, Hochpreisprodukte musst du immer am Telefon verkaufen. Und damit du Leads bekommst, musst du Anzeigen schalten. Musst du Werbeanzeigen schalten, dann kommen Leads rein, dann werden Vorqualifizierungscalls gemacht, dann noch ein Call, ansonsten kriegst du das nicht verkauft. Pustekuchen. Ich habe über 420 Teilnehmer in meiner Academy. Und die Academy kostet aktuell 4.000 Euro. So. Und ich habe mit allen 400 erst telefoniert, als sie gebucht haben. Ist kein Scheiß. So. Und ich habe 0 Euro Werbeausgaben. So. So rüber geht das. Und ich gebe euch jetzt einen Satz mit dem ihr einsteigen könnt. Heute noch. Heute Abend vielleicht noch. Das heißt, du gehst jetzt mal deinen Account durch, nach diesem System. Und jetzt findest du eine Person, wo du sagst, oh, ja, die Person hat schon öfter bei mir kommentiert. Also, oh, ich traue mich jetzt nicht, der was zu verkaufen, aber die ist schon öfter bei mir gewesen. Pass auf, ich gebe dir eine Steilvorlage. Bei Facebook, anderen Plattformen schreibst du ihren Text, bei Instagram schickst du eine Sprachmemo. Und die Sprachmemo, das geht. Du klickst den Account an und dann schickst du dir eine Sprachmemo. Ich habe neulich einen Coaching-Teilnehmer gehabt, der schickt sogar Videos. Okay, würde mich jetzt nicht getrauen, aber Sprachmemo ist in Ordnung. Und jetzt schicke ich eine Sprachmemo und sage, hallo Heike, ich wollte mich einfach mal bedanken, du kommentierst regelmäßig bei mir, das schätze ich sehr, vielen, vielen Dank dafür. Habe auch mal gesehen, was du so machst. Toll. Du, wenn ich dir irgendwo helfen kann, sag mir gerne Bescheid. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Leute, ich habe es noch nie erlebt, noch nie, dass jetzt Heike kommt und sagt, hör auf mir was zu verkaufen, das war jetzt richtig unverschämt. Du brauchst keine Angst haben vor Ablehnung. Wisst ihr, was Heike sagt? Heike sagt, boah, krass, ich habe eine Sprachmemo, weil die folgt euch ja. Die war ja schon permanent im Laden drin und ihr habt sie noch nie beachtet. Und plötzlich, Heike, schön, dass du da bist. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, komm, sag mir Bescheid. So, Heike freut sich. Ja, und vielleicht sagt Heike dann, ja, ich hätte schon gern, würde lernen. Und dann sagt ihr vielleicht, hast du schon mal drüber nachgedacht, das bei mir. Ja, aber das Geld, jetzt erst fängt Verkaufen an. Das davor war kein Verkaufen. Das war helfen. Und nochmal, schießt euch zuerst ins Herz, dann ins Portemonnaie. Wenn ihr euch ins Herz geschossen habt, braucht ihr keine Angst haben, Geld zu verdienen. Da könnt ihr, also es ist wirklich so, bei mir kommt, ja, nimm das Geld, ist okay. Und die Leute haben es schon. Oft verstehen sie es nicht, warum sie es ausgeben sollen. Aber wenn der persönliche Kontakt da ist, ändert sich das alles. Und so wahr ich hier bin, und das mache ich nicht nur bei mir, das mache ich mit 400 Leuten. Wir machen das alle genauso. Weil ich bin so ein Typ, ich automatisiere auch, gebe ich zu.
Ich habe auch E-Mail-Funnels. Das ist auch in Ordnung. Aber ich bin so ein Typ, der sagt, man darf für seine eigene Leistung auch gerne mal viel Geld verlangen. Viel, jetzt mal für einen Tag, vielleicht einige Tausende von Euro. Wenn das der anderen Person hilft. Und ich bin so ein Typ, ich spiel's gerne direkt an. Ich höre gerne zu und bin auch bereit, meine Leistung anzupassen, um dann zu sagen, pass mal auf, dann lass uns das einfach so und so machen. Oft kommt dann auch so eine Heike zurück und sagt, ja, ich habe das schon auf deiner Website gesehen, was du machst, aber ich weiß nicht, ob es das Richtige für mich ist. Dann sage ich, Heike, wir passen das genau so an. Ich werde den Tag über, werde meinen Arsch aufreißen, ich mache das, was dir hilft. Lass uns doch einfach mal reden. So, oh, das wäre aber toll. Es ist erschreckend, wie viel positives Feedback da kommt. Und Leute, nochmal, ich nenne das Heißakquise. Das ist der Hammer. So, und nochmal, das Ganze funktioniert jetzt nicht, wenn ihr einen Instagram-Account habt, wo ihr zeigt, wie ihr in der Badewanne liegt, eure Käsemaugen abfotografiert oder die Katze und dann sagt, ich bin Business Coach, hast mal Bock zu buchen. Das funktioniert nicht. Also wir erstellen ja auf unserem Instagram-Account relevante Inhalte. Also bei mir sind es jetzt halt Business-Tipps, wie auch immer. Ich bin auch mal unterwegs, das gehört zum Menschsein dazu, aber primär geht es halt um Fortschritt im Business. So, ohne Lebensqualität verlieren, das ist so ein Slogan. Und wenn ich dazu was poste und dann jemand reagiert, ah, dann liegt es doch schon nahe. Und ich bin in der Zukunft für ein Business, wo man gar nicht mehr so viele Kunden braucht. Du brauchst keine Tausende von Kunden mehr. Es reichen ein paar wenige, mit denen du den Weg gehst. Und da will ich jetzt noch ein Zitat mit dir teilen. Das habe ich erst vor ein paar Wochen gesehen. Ich habe mir es rausgeschrieben, ich habe mir es angestrichen. Dieses Zitat ging hier rein, aber volles Rohr. Ich will es jetzt mit dir teilen. Ist leider nicht von mir. Dieses Zitat ist von Dan Sullivan, relativ unbekannter Business Coach aus den Staaten, ich glaube 75 Jahre in der Zwischenzeit. Und der hat einen Satz gesagt. Geh nicht mit der Industrie. Geh mit den Menschen und mit den Kunden. Das ist geil. Das ist geil. Weil, also ich bin schon ein großer Fan, die Wirtschaft zu beobachten, was andere so machen, davon kann ich mich nicht befreien. Das ist auch wichtig. Aber letztendlich gehst du immer mit den Menschen mit. Menschen verändern sich. Und wenn du dich für die Menschen interessierst, geht dein Business permanent. So. Man muss nicht immer nach der nächsten Nische suchen. Womit kann ich Geld verdienen? Wisst ihr, wie die meisten beim Business vorgehen? Zuerst sagen sie sich, mit was kann ich Geld verdienen? Steht Geld an erster Stelle. Welches Produkt brauche ich, um damit Geld zu verdienen? Und dann kommt unten der Mensch. Wem kann ich es anbieten? Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Wem kann ich helfen? Das Erste. Was braucht diese Person? Ist das Zweite das Produkt? Und ganz am Ende, was kann ich dafür verlangen? An erster Stelle steht immer der Mensch. So. Und dann kommt das Business, dann kommt das Geld. Und dann funktioniert es auch langfristig. Ich mache das seit 15 Jahren so, kann mich nicht beschweren. Und gerade in der Zukunft, und da denke ich, geht auch die Reise hin, ist dieses Menschliche, dieses Kleine, also muss ich immer gleich in groß denken. 100, was willst du mit 100.000 Follower? Die kennst du doch alle gar nicht. Es reichen 100 Follower. Und schau mal, wenn diese 100 Menschen in einem Jahr mal, einmal 1.000 Euro in dich investieren, bist du schon bei 100.000 im Jahr. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Und später findest du dann irgendwann mal 1.000 Menschen, die einmal im Jahr 1.000 Euro investieren. Du bist bei einer Million. Das ist nicht so weit entfernt. Das ist mein Tipp. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Dran denken, bitte umsetzen. Schau nur mal in deine Unterlagen rein. Mir ist scheißegal, ob das jetzt lebhaft war, ob du motiviert bist. Für mich zählt nur, was auf deinem Zettel kann sagen, da gehe ich jetzt direkt an meinen Account, Kelvin, hast du recht, setz dich um. Das wäre klasse. Und da kannst du mir gerne auch auf Instagram schreiben. Also ich lese zumindest alles, ich versuche auch sehr viel zu beantworten. Ist gar nicht so einfach, aber ich gebe mir Mühe. Danke, dass du mit dabei warst, danke für die Einladung und euch noch einen schönen Abend. Danke.
Danke, lieber Kelvin. Es wäre jetzt eigentlich tosender Applaus auf dieser Bühne für diese wirklich sehr, sehr inspirierende Rede oder Keynote von dir. Wir haben jetzt auch noch ein paar Fragen bekommen und ich habe mir gedacht, die dürfen wir noch beantworten, ja, wir haben ja nachdem noch ein bisschen die Zeit. Leute im Chat sich gemeldet haben. Also sehr ich habe mir schon vorgenommen, es gibt einiges am Wochenende zu tun. Ich glaube, es geht einigen so. Du hast ja schon YouTube ganz am Beginn angesprochen. Muss nicht immer alles perfekt sein. Der Christoph fragt, was empfiehlst du den Perfektionisten, um mit YouTube zu starten? Ja, Christoph, liebe Grüße an der Stelle. Ja, da kenne ich einige Perfektionisten. Ich würde da ein Projekt daraus machen und würde mir einen Vereinfacher suchen. Also es gibt so verschiedene Menschentypen und die Perfektionisten sind meistens so Multiplier, Vervielfältiger. Und da gibt es aber so Menschentypen, das sind die ganz Einfachen, die Vereinfacher. Und wenn du mit YouTube startest, mach ein Projekt raus, such dir einen Buddy, einen Kollegen, einen Freund, der nicht Perfektionist ist und sagt, pass mal auf, du unterstützt mich bei meinem YouTube-Projekt, ich möchte da mal in Fahrt kommen, führst es ein bisschen mit, wir sprechen uns ab, ich höre auch auf dich, du führst mich ein klein wenig, dafür unterstütze ich dich in einem anderen Bereich. Aber wichtig ist, das muss halt ein Mensch sein, der nicht perfektionistisch veranlagt ist und dem man dann auch so ein bisschen das Zepter in die Hand gibt, wo man sagt, pass mal auf, ich will so die Filme, du korrigierst so ein bisschen, der auch wieder sagt so, Christoph, brauchst du gar nicht so, das war super, Christoph. Und dann sagt Christoph auch mal, also gut, dann hauen wir das jetzt mal raus. Ja. Also was den Leuten natürlich auch aufgefallen ist, die Fotos auf deiner Website sind natürlich enorm professionell. Ja, ja, ich hoffe doch. Ja, eben. Ist ja auch deine Profession. Aber genau, ja, das schreckt manche ab, die halt einfach sagen, ich mache mein Foto selber. Ist es jetzt wirklich notwendig? Muss ich alles rausretuschieren? Was ist da dein Zugang? Nee, also guck mal, gute Bilder kriegst du heute super mit dem Handy hin. Da kann man so ein bisschen aufs Licht achten. Ich glaube, ein gutes Bild ist, wo man sich Mühe macht. Also wenn man jetzt sein Handy rausholt und dann so einfach lieblos, hier bin ich, ihr könnt mich beobachten, guck mal, wie toll ich bin, ist es nicht so schön, aber selbst hier, ich achte dann auch drauf, okay, was könnte für die Zuschauer interessant sein, vielleicht mal ein Einblick hinter die Kulissen. Und ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, dann merkt das die andere Person auch. Und ich habe ja auch nur gesagt, nur auf YouTube darf man die Qualität höher machen. Instagram, Facebook verzeiht da noch vieles. Da ist der technische Anspruch nicht so hoch, weil schau, auf YouTube hat man immer das Gefühl, man schaut Film. Ne, weil es ja Querformat ist, dann vergleicht man mit Netflix. Das heißt, der Zuschauer erwartet da schon ein bisschen mehr Qualität, weil er es gewohnt ist aus dem Fernsehen. Bei Instagram, ja, wie hat es denn angefangen? Schnappschüsse. Also macht euch da überhaupt keinen Druck bei Instagram. Deswegen liebe ich auch Instagram so. Also du kannst halt auch mal, gerade in den Stories, einfach so mal raus morgens, wenn du aufstehst, hallo. Sag einfach mal guten Morgen. Sag einfach mal guten Morgen. Brauchst keine Angst haben vor der Story. Sag einfach guten Morgen, schön, dass du da bist. Dann hast du deine Story am Tag. Und abends gute Nacht. Bei den Stories kommen natürlich auch immer wieder diese Hashtags vor. Wir haben da ein bisschen irritierte Anfragen bekommen. Was? Wirklich keine Hashtags mehr verwenden? Also wenn man Hashtags nutzt, dann würde ich halt relevante und kleinere Hashtags nutzen. Aber in meinem Bereich jetzt als Business Coach so ein Hashtag wie Erfolg, da kann ich davon ausgehen, danach kommen 10 Bot-Kommentare. Hey, willst du reich werden? Dann buch mich. Und ich habe da echt keine Lust drauf. Ich habe doch im Alltag auch nicht die Möglichkeit, Menschen über Hashtags zu finden. Also es gibt, wie gesagt, ich vergleiche es immer mit Offline. Und da gibt es auch keine Hashtags. So, also ich bin kein großer Fan davon, wenn man die aber ganz gezielt wählt, also wir haben jetzt einen neuen Hund, Golden Retriever ist ein breiter Hashtag, Welpe, Golden Retriever sehen weniger, man ist länger in der Sichtbarkeit und wenn dann darüber jemand kommt, kann man auch davon ausgehen, dass die Person sich wirklich interessiert, aber wenn ich jetzt sage, Hundeliebe oder Hund oder Dog, dann kommen halt Leute, die interessieren sich gar nicht für einen selbst und ich sage immer, wir als Person sind so wichtig und nicht das Produkt. Eine letzte Frage noch. Wie gehst du mit sinnlosen Kommentaren um, wenn du eigentlich mit deinen Followern interagierst? Schwierige Frage, einblenden, ausblenden, beantworten. Das möchte gern der Konstantin zum Abschluss noch wissen. Super Frage und schön, dass die gekommen ist, Konstantin. Also man bekommt ja auch, wenn man rausgeht, nicht nur sinnlose Kommentare, auch mal Hater-Kommentare, vielleicht auch mal eine dezente Beleidigung. Und sorry jetzt für das Beispiel, aber das muss ich bringen, weil mir ist wichtig, dass es euch in Erinnerung bleibt. Stell dir einfach vor, zu Hause an der Tür klopft es. Und dann machst du die Tür auf und auf einmal kommt eine fremde Person rein, läuft in dein Wohnzimmer, zieht die Hose runter und kackt dir auf den Teppich. So, das ist für mich ein Hater-Kommentar. Und ganz einfach, was würdet ihr damit machen? Löschen!
Löschen und Hausverbot. Wenn euch irgendjemand auf Social Media zu nahe tritt und das entscheidet ihr und nicht der andere, löschen, blockieren, das ist so schön. Das ist wunderbar, weil es bringt nichts, wenn ihr die Lust an Social Media verliert, wegen irgendeinem, dann leiden alle drunter. Und das ist das Schöne an Social Media. Ach, meine Liste ist voll mit blockierten Menschen. Also wenn zu mir jemand kommt und drückt sich respektlos aus, ich lösche nicht ganz schnell, aber bei respektlosen Menschen, wo ich merke, mit dem kann ich will ja Freunde, das soll ja eine Beziehung werden, tschüss. Also er kann ja, ihr könnt ja blockieren, er kann ja trotzdem noch über die Website schauen, aber er kann halt nichts mehr schreiben. Und so würde ich es machen, wenn mir jemand AA macht. Also ich würde sagen, dieses Beispiel zum Abschluss ist nicht das Einzige, was wir uns merken von deinem Vortrag. Ja, schön. Aber ganz bestimmt bleibt uns das noch verankert. Vielen, ach, vielen sorry Dank. Für das A am Ende, nein, aber das finde, ist... mir hat es gut erklärt und ich würde so jemanden auch nicht in meinem Wohnzimmer darum haben geht's wollen. Doch, darum dich geht's allerdings doch. Würde ich wieder einladen. Oh, vielen Dank, in diesem das freut Sinne mich sehr. Ein herzliches Danke. Dankeschön. An Calvin Hollywood. Vielen Dank. So, melde mich ab. Genau. Und ich bitte jetzt unser gesamtes Team auf die Bühne. Junge Wirtschaft Niederösterreich, Junge Wirtschaft Österreich.